Was wir heute feiern, meine Damen und Herren, ist eine der epochalen Erfindungen des vergangenen Jahrhunderts. Eine Erfindung, die aus dem heutigen Leben nicht mehr wegzudenken ist, ohne die der moderne Mensch kaum mehr lebensfähig wäre. Eine Erfindung, die ihn buchstäblich mit der ganzen Welt verbindet, Tag und Nacht, Jahr raus, Jahr rein. Ich habe keine Zeit. Jetzt habe ich keine Zeit, ich habe einen Vortrag. Mit der ganzen Welt verbindet. Wer ist es? Falsch verbunden. Welt verbindet. Eine Erfindung, die Trennung aufhebt, Entfernung überbrückt, die weder Grenzen kennt noch Schranken, weder Intimsphären noch Ruhezeiten, die unbekümmert um Jahres- oder Tageszeiten, so nehmen Sie doch ab, Fräulein Mötterli, ich bin nicht sprechen, unbekümmert um Arbeit oder Freizeit, Ruhe oder Mahlzeit, das vollkommenste Kommunikationsmittel darstellt seit Gutenbergs Drucktypen. Was ist denn? Ein Typ, wo Sie sprechen. Ja, aber doch nicht jetzt. Wo Sie dringend sprechen. Fräulein Mötterli, seit Gutenbergs Typen. Nein, Wollenberg heißt er. Wer? Eben der Typ. Ich lüge zurück. Bitte? Seit Gutenbergs Typen ein wahrhaft echt demokratisches Kommunikationsmittel dazu, nicht nur für Privilegierte, nein, für jedermann. Denn jedermann ist an diesem einmaligen Apparat. Nein, der Herr Niedermann. Ist an diesem Apparat. Nein, nicht an dem. Was haben die? Der da ist nur ein Demonstrationsobjekt. Ich bin nicht da, das sehen Sie doch. Es ist wegen dem Vortrag. Ich bin nicht da, wegen was für einem Vortrag? Jubiläumsvortrag. Ja, aber dann halte ich doch jetzt gerade den Vortrag, wenn Sie mich nicht dauernd mit Ihrer Stehererei daran hindern. Man kann doch nicht dafür, wenn Sie ihm geschehen. Ja, jedermann ist an diesem einmaligen Apparat beteiligt. Ist Nutznießer dieser Erfindung, gebender und abnehmender zugleich. Wieso können Sie es nicht schellen lassen? Kann man doch nicht, oder? Ist Nutznießer dieser Erfindung, die Thomas Alva Edison vor nunmehr 100 Jahren in diese Welt gesetzt hat. Ja, die Alexander Graham Bell über die ganze Erde verbreitet hat. Wem? Eben dem Herrn Jedermann. Dem Herrn Niedermann. Ich bell zurück. Ich meine, ich litt zurück. Verbreitet hat, sodass in der kleinsten Hütte, im hintersten Tal, all überall, wo der einsame Mensch sich nach der Stimme des Mitmenschen sehnt, sodass in Ost und West, in Süd und Nord die Menschheit heute der wahrhaft genialen Erfindung gedenkt. Bestimmt, Fräulein Mötterli, bestimmt ahnen Sie, meine Damen und Herren, wovon hier die Rede ist und welchen kleinen und doch so menschenfreundlichen Helfer und Freund wir feiern, Fräulein Mötterli. Bitte? Sind Sie schwerhörig? Sie haben doch selber gesagt. Bestimmt haben Sie erraten, welch segensreiche Erfindung es hier und heute zu feiern gilt. 100 Jahre, Herrgott, Fräulein Mötterli, stecken Sie, da sieht ja an einen Blick aus. Kann man nicht, der ist fest montiert. Dann rissen Sie ihn zur Wand aus oder stopfen Sie mal Wolldecke in die Glocke. Nehmen Sie einen Hammer. 100 Jahre. 100 Jahre. Telefon. Was? Telefon. Schon wieder? 100 Jahre Telefon. Ja, so, ja, natürlich. 100 Jahre Telefon. Ich danke Ihnen.